Hallo und herzlich willkommen zu einer... Toll, genau wenn ich aufnehme, fällt Nils... Ja... Nee, Nils. Was hat Nils jetzt schon wieder gemacht? Also, nee, ich kapiere das jetzt gerade nicht. Er ist mir entgegengekommen, ist dann auf seine Straßenseite abgebogen. Es hat bei mir alles hat gepasst. Auf einmal fährt der volle Pulle in den Zaun rein. Hinter mir fährt er dann auf meine Spur in den anderen Zaun rein. Das musst du mit reinmachen, Timo. Ja, ich kann halt auch. Da frage ich mich, leckt's echt so doll bei dir? Ich bin falsch gefahren. Leckt's echt so doll bei dir, Nils? Ja, es hat einmal ganz kurz gerade total doll geleckt. Du bist gerade auch, du bist richtig langsam gefahren. Ich, wenn du schnell fährst, okay, aber du bist so langsam gefahren. Also, hui. Na gut. Ja, Leute. Das lasse ich jetzt einfach mit drin. Da seht ihr mal bei Nils Leckt. Jedenfalls sagt er das. Ja, was haben wir gemacht? Wir haben neue Mods drin. Dank Fiete. Danke. Die Map ist immer noch dieselbe, immer noch die gleiche Version. Wir haben eigentlich gar nicht geguckt. Farmer will mich anscheinend austricksen. Oder er sucht den Weg. Ja, Daniel, ich will mal wissen, wer hinter mir ist. Daniel, mach dich mal nützlich und komm mal mit einem. Der macht sich nützlich, nicht. Der holt den. Jetzt gib Gas, Mensch, hier! Ja, Timo, Daniel, brauchst du irgendwas? Ist so schwer. Mach dir denn da vorne? Timo, brauchst du irgendwas? Pass auf, du musst auf deine Seite, da kommt uns einer. Ne, hinter uns ist einer, ne? Timo, ja. Brauchst du irgendwas, ja, was Gras oder so angeht? Dingens, Silageballen wären gut. Silageballen? Nee. Du brauchst wieder Ballen von uns? Alter, Heuballen, Mensch, zum 100. Ich. Okay. Mein Frontlader ist verbaut gewesen, komm mit dem Zettel her. Verkauft und jetzt kann ich mir hier abholen. Ja. Der Ladewagen ist. Oh. Boah, Farmer. Farmer, ne, du fährst wie so ein Opfer. Ja, warum, Alter? Hä? Hey, das gibt Strafe, Timo. Das ist schon eine Strafe. Ey, komm nicht nochmal gegen mich gegen. Luca. Ja, komm, volle Pest. Du. Nein, nicht dagegen. Nicht. Oh, nicht gegen meinen Frontlader. Boah, das ist so geil, Mann. Ich klau jetzt euren Anhänger hier. Dominik, du hast Timer, gell? Gut. Look, Timer aufgemacht. Ben Farmer hat auch noch. Hups, war ich das? Hups? Ah, fuck. Hups, hab ich einen Anhänger? Warte, ich muss hier durch. Ey, was soll der Scheiß denn? Seid ihr komplett geistig blöd? Was wird denn das hier schon wieder? Wir werden wieder gehatet. Gleich am Anfang hier alle. Oh. Oh, danke, Farmer, das passt perfekt jetzt. Scheiße, jetzt haben wir so. Daniel, komm jetzt mit dem Zetter her und zettel das Feld. Boah, Timo, Alter, ich bei uns gleich steht X von dir, Alter. Was soll denn das? Ja, Scheiß. Das ist unserer. Ja, was soll denn das denn? Bringe ich beim nächsten Mal mit. Timo, Timo, jetzt starten wir die Aufnahme. Fiete ist ein Blitzmerker. Die Aufnahme ist schon längst an. Ja, warum hast du den Anhänger da nicht mit angehangen? Die war schon an, als Nils da in den Zaun reingefahren ist. Ja, aber du hast nie wirklich Hallo gesagt. Doch, danach. Ja, ich weiß nicht. Okay, kann bitte Hallo. Mal jemanden nach Sachsen fahren und Daniel erwürgen? Kurz nochmal, Nils. Wohnst du auch in Sachsen? Nico. Und in Sachsen-Anhalt. Ich hab, glaube ich, vergessen. Du hast den größten Weg. Das stimmt. Jetzt schließe ich mal. Den nächsten Weg. Ja, hab ich vergessen. Also, Nils macht Holz momentan. Den werde ich dann heute nochmal besuchen, wenn ich dran denke. Jetzt nicht in der Folge, aber in der nächsten vielleicht. Dann meine Stelle wieder auf Vordermann bringen. Heuballen habe ich schon bestellt. Silage müsste ich noch genug haben. Was machst du denn hier? Du hast Heuballen bestellt? Ich habe mein Gewicht geholt, was hier stand. Ach so, wir wollten ja der Hälfte helfen. Bist du sicher, dass das... Ja, ich hab die Idee! Ja, relativ. Wirklich? Timo, du kriegst mal 60 Liter Sprit. Nico, du kriegst für Silageballen. Einen Grubber. Dafür hat es einen Preis komischerweise in die verdoppelt. Hat jemand von euch einen Grubber und eine Drille? Ganz zufällig. Ich hab das Gewicht vergessen. Nee. Oder eine Kartoffelpflanzmaschine? Ganz zufällig. Nee. Eine was für eine Maschine? Kartoffelpflanzmaschine. Achso, Pflanzmaschine. Für uns Maschine? Ja, hab ich auch gehört. Verstanden. Eine Kartoffel. Hat irgendjemand einen Grubber? Das ist jetzt erstmal das Wichtigste. Grubber? Wir haben eine Sämaschine mit Grubber. Ganz zufällig. Ich glaub, keiner hat einen Grubber. Scheiße, weil ich will mir entweder einen Rübenernter Dominik oder einen Kartoffelernter holen. Weiß nicht. Ihr habt noch einen Grubber, Dominik? Ja, halt. Wahrscheinlich so einen ganz kleinen. Zu Hause. Bei der Monkey auf dem Hof oder was? Timo, könntest du vielleicht bitte die Kettensäge kaufen? Das wird jetzt schwierig. Hab ich schon.
Okay, ja, danke. Ich fahr mal eben nach Bayern, ne? Ja, Daniel, cool. was machst du gerade? Ich verkaufe gleich mein Mähdrescher. Und sowas. Alter, ich glaube, ich hole mir jetzt wirklich einen Rüben. Niederbayern. Nicht Bayern. Mega Bayern. Boah, soll ich komplett auf Rügen gehen, Daniel, und meinen Mähdrescher verkaufen? Mach das jetzt einfach mal. Ja. Zettel da erstmal. Holst du den ganz großen oder so einen kleinen? Nein, ich will mit euch den Vollernter, dann hole ich mir den kleinen, aber der kleine hat trotzdem, der hat die gleiche Arbeit. Erstmal schön reingebrüllt, dann geknackt und dann automatisch leiser geworden. Das ist unser Fehler. Der Soundprofi hab ich dir letztes schon gesagt. Eines Gesprächs. Was wir machen. Nils, was hast du mit meinem Gewicht gemacht? Hast du es gemacht? Ja, klar. Ich hab's vielleicht gar nichts mehr schon. Ich kann's nicht mehr anhängen. Boah, Alter, warum ist so dunkel? Yeah. Fiete, was hast du da für Mod reingemacht? Oh nee, Fiete, du hast diesen Lichtmod drin, ne? Der ist voll geil. Ich seh nix. Oh, der ist richtig scheiße. Man sieht ja gar nichts. Das ist super für die Aufnahme, merkst du selber. Ah, so dunkel. Ja, ich glaube, wir müssen den Server in der neuen Folge... Ach, shit. Das mit der Nacht habe ich auch erst später bemerkt. Oh mein Gott, ich sehe nicht. Boah, den habe ich damals immer rausgenommen, weil der scheiße. Also ich warte jetzt hier, bis die Nacht. Ja, Leute, komm, wir gehen jetzt alle in unsere Häuser und schlafen eine Runde, ne? Anders wird das nicht. Hä, wieso? Ich sehe was. Ja, ich habe auch Licht, aber... Boah. Timo, meine Zeiger sind beleuchtet. Oh mein Gott. Herzlichen Glückwunsch. Wie jetzt? Alle Zeiger? Oh mein Gott, oh. Ja, im Traktor drin sind beleuchtet. Boah, Dani, deine Zeiger sind beleuchtet. Ich warte jetzt. Du hast den Jam ohne Licht, ne? Du siehst einfach nichts. Ja, bitte verarsch du, bitte fahr mal nicht, das ist gemein. Ich sehe meine ich sehe meine Schaufel nicht. Wie soll ich denn jetzt abkippen? Boah, das ist so dunkel, dass es anfängt mit lecken. Ja, das ich aber auch. Es ist so dunkel, dass es anfängt zu lecken. Das ist auch mal eine Aussage. Man hat einfach weniger Grafik, aber es fängt trotzdem mehr an zu lecken, ja, oder? Die Grafik ist ja, ist ein Mod, also die Grafik ist da. Die ist einfach nur abgedunkelt. 134. Jo. Aber ich habe ein Problem, und zwar kann ich das Sonnenfinsternis. Ja, genau, Sonnenfinsternis. Jede Nacht ist Sonnenfinsternis. Ich bin auf Bürgersteig. Sonnenfinsternis in der Nacht. Okay, bei mir meine Mondfinsternis. Ist er. Scheiße, ich sehe gar nichts mehr. Ich weiß, Alter, ich Nils, was hast du mit meinem Gewicht gemacht? Das funkt nicht mehr. Nils, mal ehrlich. Sag mal. Ich habe damit nichts gemacht. Ich hab und wieder Nils Gewicht. Achso, mein läuft Motor. Nein, Nils war hier und hat sich ein Gewicht weggeholt. Das war seins. Und ich hatte beide Gewichte nebeneinander. Und aus irgendwelchen Gründen, Alter, kann ich meins nicht mehr anhängen. Der Kran mit Licht leckt nur noch vor sich hin, damit kann man ja kaum noch einen Baum aufheben. Vielleicht liegt so ein Silagehaufen oder sowas? Nee, ich bin nicht am Silage. Bei mir leckt's nicht. Bei mir auch nicht. Ja, beim Kran bei mir leckt's. Der leckt so vor sich hin quasi. Ja, und ich habe jetzt ein Gewicht auf dem Hof, was ich nicht gebrauchen kann. Toll. Alles Anhänger, und wenn ich es verkaufe, dann verkaufe ich wieder drei andere von anderen Bauernhöfen. Mach die Karte auf oder mach die Augen auf. Ja, eben. Kostet aber ein bisschen. Warte mal, das. Ah, ich glaube, das könnte ja sein. Also, was soll ich machen? Gemacht habe. Zetter und Feld 14 fahren, das los. Machen. Ja. Meine wenn Augen sind gerade weggeglüht, halt, weil ich gerade I gedrückt habe. Macht das lieber nicht, Leute. Was ist weggeglüht? Ah. Meine Augen sind weggeglüht, weil ich Escape gedrückt habe. Boah. Meine nicht, ich weiß halt TS-Bildschirm, das passt schon. Ja. Yeah. Ich habe Licht bei mir im Zimmer an, da geht's noch. Ja, ich auch. Zockst du mit Licht an? Was sind wir bei dir kaputt? Schon das die Augen. Das weißt von meinen Eltern aus. Das Licht funktioniert scheinbar noch. Licht wird total überbewertet, ja, finde ich. Ich will das nicht zurücksetzen, hier das verkaufen. Warte mal. Wo kann ich denn... Oh, das konnte wir man doch mal bei ihr verkaufen, na? Oder nicht? Ja, kann das sein. Müsste jetzt können wir uns dafür 7.000 einen größeren Setter kaufen? Ich denke, du willst bald mit Rüben anfangen. Müsst ja, mal gucken, ob wir davon Setter kaufen können. Fangt doch nicht alle immer mit denselben Sachen an, ey. Ich mach Rüben. Ich kaufe erst in dieser Folge noch, Daniel. Ich fahr jetzt nur noch einen Hänger. Das war nicht meine Idee. Ja, ich mach. Das war, das deine Idee. Das darf kein anderer. Doch, aber dann mach doch Kartoffeln oder so. Daniel. Gut, wir bleiben bei mir. Können wir da einfach das Hell? Ja, kauf den größeren Penis, dann passt das. Jetzt kannst du wieder runterstellen, Timo. Dominik.
Weißt du was? Cool, weißt du, was ich heute Nachmittag noch zu dir sagte? Also ne? An sich sieht der Mod ja jetzt, also das ich finde, das ist nicht mehr so. Von mir aus kannst du ja, das weitermachen. Nachts ja, ist zu dunkel, aber jetzt sieht's geil aus. Von mir aus kannst du auch noch verstärken. Dominik ist der Anhänger vor. Oh, jetzt rede ich auf die Kacke. Also Fiete, setz aber bitte eine Schutzbrille auf, wenn du auf die Scheiße haust, ne? Das hat die Dominik gemeint. Weil wir das heute, Zeug ins Auge wir haben uns heute Nachmittag über ein Thema unterhalten. Und von mir aus kann man damit so weitermachen. Kann das sein? Ich krieg... Ich muss sagen, Farmer, häng du dir mal bitte mal das Gewicht an. Entweder mein Traktor ist inkompetent oder... Ich weiß auch nicht. Wie viel kriegt man für ein Liter? 3,50. Erste. Geht bei dir auch nicht. Für eine Tonne. Warte mal. Brauchst du dazu nie noch das Schnellkuppeldreieck? Nein, ich hab den immer dran gekriegt. Ja, wer weiß. Oder Nils hat den geklaut. Also mein Gewicht geklaut und einfach. Bin so dumm. Seins da. Wir hatten ja AFK-Zone so geil. Bei Diverses gibt es das Schnellkuppeldreieck, vielleicht kriegst du es ja dann dran. Was ist mit der AFK-Zone? Guck mal Dominik. Da, wie Zone geschrieben wurde. Och, Nico. Tonne. Tonne. Ja. Schreib mal bitte einmal die Füllung von dem kleinen Anhänger. So, irgendwer stellt das hier alles um. Ich nicht. Jetzt mal, ja, du kannst es auch nicht. Das ja, kann Nico. Ja, Timo kann das auch. Ich habe nichts umgestellt. Das ist richtig komisch, in der Willkommenshalle war am Anfang auch Reden verboten und auf einmal ist sie wieder da. Ja, das dachte ich mir auch, wo ich in die Eingangs da ich weiß nicht, mit wem das war. Da hatte jemand, war in der Willkommenshalle, war auf... Halt, hat da die ganze Zeit auf euch gewartet. Ich glaube, das war dieser Janik. Nee, Janik war es nicht. Oder war es auf dem alten TS? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall hat irgendjemand gesagt, wir sollen auf Karschende gehen. Deswegen finde ich, da ist es mir erst aufgefallen. Aber vor allem, warum fällt das dann erst jetzt auf? Das kann doch noch nicht so lange sein. Das Sonne. Ja, das war vorhin noch nicht, das stimmt. Ja, wahrscheinlich hat Jan der Rechtschreibmeister gedacht, falsch geschrieben. Ja, aber Jan hat keine Rechte mehr dafür. Dominik, wollt ihr Feld 79 kaufen? Warte, kannst du Channel editieren? Warte. Weil dann war das vielleicht Marcel die ganze Zeit. Hä? Nee, kann ich nicht. Ich kann da nichts machen. Die Person muss Channel-Admin sein, damit die das machen kann. Ja, du kannst ja dann könnte das Jan gewesen sein. Aber wieso sollte Jan das machen? Aber Jan ist ja gerade nicht da, oder nicht? Jan war schon seit... Keine Ahnung, kann es da. Ja, und das ist auf, irgendwie erst seit heute oder vorgestern. Seit heute oder gestern. Also mir fällt das Scheibe jetzt das erste Mal ins Auge. Das war heute, das ist erst heute dazu gekommen. War Jan heute schon drauf? Glaub nicht. Bin ich im Urlaub? Jan hat so Urlaub. Der hat nur Knechtzeit. Nein, keine Ahnung, der war doch irgendwie weg. Ja, das nennt sich bei Jan nicht Urlaub, sondern Knechtzeit. Kann sich keinen Urlaub leisten. Hat jemand Timo gesagt? Ja, ich. Ja. Timo? Das ist auch gleich die Frage, sonst antworte ich nicht. Würde gern den Tether mit einer kaufen für 27.000. Was ist denn hier los? Sag, was für ein Gerät das ist. Dein Gott, das ist ein Mädchen. Ja. Timo, Gülle. Durch irgendetwas... Das leckt der Anhänger komplett, Farmer, man kann damit kein Holz mehr aufheben. Verstanden. Nils, öffne da deine jetzt mal die Klappe öffne halten. Das mal, dann versuche ich das. Tether. Tether, okay. So, und den großen für 27.000. Dominik, euer Drescher ist offen. Gut. Schicker Hänger. Holla die Waldfee. Habt ihr Frage ist nur, was ihr da gerade einladen wollt, Luca. Ja. Ja, habt ihr. So, du kannst es mal rein, Fiete. So, und was soll da laggen? Leckt das bei dir nicht so herum? Ja, Nils, bei dir wird es ein bisschen mehr laggen wegen dem Lichtmod. Und wegen deinem PC. Vielleicht solltest du erstmal mal die Stützfüße ausklappen. So. Ja, stimmt, aber die Gabel laggt ein bisschen. Das ist aber ganz normaler Multiplayer, das war schon eben. Ja, aber bei mir laggt der ganze Wisst ihr noch früher die Schaufel vom Frontlader? Ganz komisch irgendwie. Immer noch so. Immer noch so heftig? Oder ein bisschen abgespeckt? Das kriegen die einfach nicht mehr richtig hin. Naja, es ist so gesehen aber auch schon da. Bei mir ist die Zange total verbuggt.
Ja, bei mir auch. Achtung, ich bieg ab, wer auch immer hinter mir. Ach, das ist weggefahren. Ja, so. Ich muss ja ohne irgendwie wieder raus. Jetzt kann ich endlich wieder hier mal aufräumen. So, ich guck jetzt noch mal kurz. Sowas nennt sich Blinker. Julian, ich glaube, wir müssen bei uns immer aufräumen. Ich brauch Strohbein. Ich arbeite. Luca. Was nochmal? Ja, ich brauch Strohbein. Ich bin hier heute dein Haus. Strohbein, ja. Du, was? Ich weiß nicht, wo der Anhänger ist. Anfang, du kannst mal den Drescher abholen. Du willst eigentlich eine Folge mindestens jedes Mal. Ja, den Pfeil zum Shoppen. Irgendwas machen. Ende. Folge zu Ende. Irgendwas machen. Dominik, das gefällt gehört gar nicht, Timo. Das ist Feld 79. Das ist das zwischen den Feldern, das Keim gehört. Ja, es leckt gerade durch mich so. Ja, Leute, das war's. Ja, Leute, das war's mit einer weiteren Folge. Wir dürfen jetzt erstmal schön den Server neu starten, weil wir den Lichtmod rausnehmen müssen. Tschö, bis zum nächsten Mal.